1 bis 15 ist genauso lang wie Kapitel 16. Gefühl! Okay, ich hoffe, es ist besser so. Ich nehme die Taschenlampe trotzdem gerne in die Hand immer. Auch wenn ich das Licht auslassen muss. Wie ich mir meine Zukunft vorstelle, bist du ein guter Mann? Ja, ich bin ein guter Mann. Ihr seht doch, das sind alles Unfälle. Wo ist Bullet? Frag Bullet. Nee, jetzt werde ich so schlau. Ohne Licht? Welchen Weg? Geht's hier weiter? Geht's runter? Ich soll ja eigentlich auch in den Keller. Okay, versperrt. Das wollte ich nur wissen. Versperrt. Fuck. Wo bin ich? Keine Ahnung, ich habe echt teilweise gar nichts gesehen. Wahrscheinlich seht ihr dann auch nicht so viel in den Videos, das tut mir echt leid. Wann ist eigentlich der Moment, wo der sagt, scheiß auf diesen Jungen? Ich will hier einfach nur noch raus. Ich gehe auch einfach nur da lang, wo es lang geht, ne? Also irgendwie ein Muster habe ich jetzt noch nicht erkannt. Ich kann weiter hoch. Those kids again? Hallo? Hallo? Kann ich mich wieder hinstellen? Dieses Haus ist viel zu groß. Ja, bitte? Bin ich gerade blöd? Ich kann kein Licht anmachen. Kann ich hier weiter geradeaus gehen? Ich bin doch in Sicherheit, ich habe kein Licht an. Toilette?
Haben die Bullet in eine Puppe verwandelt? Ich habe keinen erschossen. Ihr könnt mir nichts anhängen hier. Ich will hier raus. Hey, somebody there. Anybody. Ach so, hier. Jo, alles klar. Oh. Das war... Was? Hä? Ich hab nichts getan. Tisch. Hier arbeitet die Hexe also. Hm. Bin ich das gewesen? Teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirmed that the suspect was unarmed. 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 Er hat doch eine Waffe in der Hand gehabt, oder? So sieht das für mich aus. Ja, okay. Blöd gelaufen. Ne, Spaß beiseite, aber... also ich habe anscheinend einen unschuldigen Teenager umgebracht, der irgendwo eingebrochen ist. Und jetzt bin ich in seiner Schule. I'm to blame for that. It's not where it all started, is it? Seen this room before. Ja, ich laufe aber die ganze Zeit im Kreis hier, oder? Also soll ich wieder zurückgehen? Da, hier arbeitet ihr also, ne? Hier ist sie am Stützen. Das sieht aus wie ein gruseliges Gesicht hier, ne? Ja, ich will auch mitzocken. Ey, also langsam macht mich dieses Haus hier wahnsinnig. Not him again. Ja, ich habe Lavage gesehen. Ich weiß, was passiert. Jetzt kriege ich es selber ab. Hey. Ich? Ihr ignoriert mich also. Du redest zu mir. Was ist passiert? Ich kann nicht mehr das Licht anmachen, ne? Ja, ist okay, es tut mir leid. Fuck. Kann ich nicht rausgehen? Das sieht so geil aus. Boah, diese Effekte. Das sieht aus wie in einem Freizeitpark. So ein Feuer, was so auf so eine Wand projiziert wird. Okay, die sind alle weg, also muss ich zurück. Es ist jetzt abgeschlossen. Setz sie dafür auf.
Na gut. Alan Palmer. Wer? Wer ist denn Alan jetzt? Boah, ei, 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 schießt sich auf mich. Wo lebt? So ein Stuhl. Oh, ja, 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 wir sind im Krieg. Hä? Was war jetzt das? Ashley? Wer ist Ashley? Sind das die Soldaten? Jetzt komm schon wieder zu Peter, oder? Ich hoffe, ich bin richtig. Also, ich kann es nur noch mal sagen, ich sehe wahrscheinlich genauso wenig wie ihr. Vielleicht sehe ich ein bisschen mehr, aber es ist auf jeden Fall nicht viel. Manchmal gehe ich einfach nur geradeaus in der Hoffnung, dass ich irgendwas sichte, woran ich mich orientieren kann. Ansonsten immer irgendwie so ein bisschen dem Licht hinterher. Ja, ich krieg dich! Ich krieg dich! Bisschen so PT-mäßig hier, ne? Tu es. Was habe ich jetzt getan? Was ist denn das gewesen? Scheiße, ich packe hier nichts mehr an. Wie geht's sich da? Oh, nochmal so ein Kreuz. Wer ist das jetzt? Mull? Ist irgendein Apparat? Ich bin im Sägewerk. Das ist kein Apparat, das ist eine Leiche. Wie habe ich das hinbekommen jetzt? Ja, okay. Jetzt zwingt mich das Licht anzumachen. Okay, erzähle ich wieder ein bisschen was. Ja, okay, kenne ich. Aber was bringt mir das, wenn es jetzt zerstört wird? Moment mal. Das war aber anders. Seems familiar somehow. Ja. So, schon besser. Hä?
saw in the last video. Yeah. Wow, okay. Da ist mein Zimmer. Was mache ich jetzt damit? Wenn ich erst hier hingehe und dann die Explosion auslöse. Ich meine, das ist eigentlich so Licht hier, ne? Ja, alles klar. Rätsel gelöst. Mein Schatten, es bin tatsächlich ich hier und ich habe Angst vom Dunkeln. Das ist also mein Schatten. Shit. Dann wollte ich wieder ein bisschen hier rumschleichen. Guck dir am besten gar nicht das an. Gar nicht angucken. Ich bin cool, mir passiert nichts. Ist er jetzt wieder weg? Ja, ich bin hier. Wer ruft mich denn da? Jetzt kann ich wieder runter? Dieses Spiel, dieses Haus, ich fasse es nicht, ey. Ganz ehrlich, ich hoffe, ich sterbe jetzt gleich einfach und das Spiel ist vorbei. Nee, ich guck nicht hin, Was hat er jetzt gesagt? Bitte geh auf. Ich sehe nichts. Geht's hier lang?
Okay. Da geht es weiter. They're all dead because of me. Ja, aber war es jetzt ein Unfall? Ich hätte den aber jetzt gerne dabei. Habe so ein bisschen Schutz. Wobei, der hält ja noch nicht mal Licht auf, ne? So viel kann der Helm nicht bringen. Ach, komm schon, Spiel. In dem Raum war ich schon mal. Dann jetzt? Ich hab Hunger, Mann. Ey, ich hab gedacht, ziehst du schnell durch. Also zwei Folgen sind es auf jeden Fall schon. Hier leuchtet doch nichts. Fenster ist auch nicht echt. Hinsetzen kann ich dich nicht. Da komme ich nicht durch, oder? Und oben ist auch nichts. Das muss mir mal einer erklären. Ich kann die Dinger hier nicht nehmen. Ach, jetzt leuchtet das. Goddammit. Ja, ich verstehe diese Schnitzereien aber auch nicht, ne? Okay, ich dachte, das soll mir irgendwas sagen. Ja, das ist auch eine Botschaft. Schlechter Fotograf auf jeden Fall. Das war mit Sicherheit nicht mein Fehler. Hey, also hier die Kids hier in dem Haus, die sind aber sehr unartig. Keine Ahnung, was da passiert. Ich will da nicht hingucken.
Lauf. Einfach weiterlaufen. Hör nicht auf die Leute, die labern nur Scheiße. Oh, fuck, Alter. Es verändert sich ja auch immer alles hier. Jetzt ist die Tür weg! Jetzt wird es immer kleiner hier! Was? Ich hab's nicht gesehen! Ah, was ist denn jetzt hier? Ja, gut. Abwarten. Bin ich jetzt wieder in dem... Wo bin ich denn jetzt? Ja, da ist die Tür. Hör mal. Mach ich schon was falsch? Ja, gib mir mal einen Tipp, das ist mal, schon mal, das ist schon mal nett. Wer bist du, Alice? Weiß ich nicht, die Hexe von Blair? Hier ist da wieder so ein Schatten von mir. Nein! Boah, das sieht so fies aus, Alter. Ja, Licht aus. So, folge diesem Weg. Muss ich jetzt warten, bis er wieder zurückgekommen ist? Oder muss ich dem hinterhergehen? Muss ich jetzt abwarten? Was er jetzt macht? Bleibt er jetzt länger hier rechts stehen? Ich glaube nicht lange genug, ich muss ihm hinterhergehen. Okay, das haben wir, glaube ich, hoffentlich geschafft. Shut up. Es ist schwarz. Es ist schwarz. Ey, warum ist Kapitel 16 so lang wie das komplette Spiel davor? 1 bis 15 ist genauso lang wie Kapitel 16. Gefühlt! Okay. Ich hatte Angst wegen Licht. Weil die ausrasten ja dann. Fuck, 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 keine Ahnung, ich will, welches ich bin. Das sieht doch ganz gut aus. Oh Gott. Oh,
ja. SMS, wer verschickt denn noch SMS? Ja, Spiegelbilder sind ähnlich so als das Ding hier im Spiel. Bitte. Ich will nur noch, dass es vorbei ist. Ja, ich geh mal rein. Ich kann eine Treppe runtergegangen? Ja, hier war ich doch überall schon mal, oder? Das Licht spiegelt sich. Aber ich mich nicht. Na, dann muss ich zurück, oder? Okay. Dann muss ich doch hier irgendwas machen. Hier ist doch irgendwas dahinter schon mal. Das sieht doch schon mal komisch aus. Ey, mein Handy, ich muss mal kurz, ganz kurz mal auf mein Handy schauen. Bullet. Bullet, warum rufst du jetzt nach Bullet? Ich habe gerade mein Headset wieder angezogen. Ich sehe nicht, was ich hier machen kann, ne? Ich sehe es nicht. Scheiße. Da ist schon mal nichts. Schubladen kann ich nicht öffnen. So, das sieht aus, als könnte man hier irgendwie, aber kann man nicht. Da ist meine Tür. Irgendein Video wieder? Ach ja, hier ist eine Kassette drin. War ich gar nicht mal so verkehrt im Video. Bin ich das? Ich arbeite für die Hexe. Die ist ja riesig. Welcher Winkel? Ich will schon gern gucken.
Wenn du mir Bullet gibst, dann guck ich. Ist das jetzt ein Trick? Wenn ich mich jetzt umdrehe, dann ist es vorbei? Okay, die Hexe ist groß. Verdammt nochmal groß. Was ist das? Warum heulst du so gruselig? Es wird immer verschwommener. Jetzt wird richtig abgedreht hier. Da war da rechts. Okay, dann gehe ich halt hier lang. Gehe ich halt wieder zurück. Ja, ich probiere nochmal. Ich wurde gerade zurückgezogen. Ich werde zurückgezogen. Ach, jetzt hier. Ja. Immer diese Jumpscares. Komm, das ist das Finale. Jetzt der finale Bosskampf. Gegen die Hexe boxen wir jetzt. Da erkennt man doch jetzt was, oder? So ein bisschen. Ist das die Frau von uns? Ich habe immer noch Angst vor meinen Schatten. Deshalb lieber Licht aus. Schon wieder in dem Raum. Wie jetzt ist hier auf. Muss ich mir jetzt folgen? I'll kill you. Muss ich jetzt wirklich gegen mich kämpfen? Okay, ich kämpfe. Ich kämpfe. Ich kill dich! Er hat echt Angst. Er hat Angst. Ja, komm her, komm her. Komm her. Gefällt dir das, hä? Ich lasse trotzdem lieber das Licht aus.
Wo bist du? Wo bist du? Was? Halt jetzt wieder raus hier! Ich hab dich ja besiegt! Wer bist du? Befreit! Befreit, ich befreie die alle! Jo, du bist befreit! Vielleicht bringe ich hier gerade alle um! Und jetzt Peter befreien, okay! Just happened. This is it. The basement. I'm finally here. Peter! Peter. Peter, where are you? So many. Was? Jetzt geht's doch noch weiter runter. Fuck. He's not here. What now? Ja, vielleicht diese Luke hier? I'm going to enjoy it! So am I. Come on, then. The key is under the table. I'm waiting on the other side. So, komm her! So, 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 okay. Wir sind jetzt im Prinzip aus dem Haus raus. Hier geht's jetzt in den Krieg wieder. Die vom Foto.
Okay, ich bin Kava die ganze Zeit gewesen, oder? Bullet. Hauptsache, der Hund hat überlebt. Hä? Wir kennen Jess nur aus so vereinzelten Rückblenden und SMS. Den Sheriff haben wir also doch umgebracht. Okay, ich weiß nicht, wer Todd, also Todd, klar, das war der von der Säge, der zerhackte. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht, keine Ahnung. Nee. War okay. War okay. Aber es gab bessere Horrorspiele. Also Paranormal Activity, glaube ich, würde ich da doch was höher ansetzen. Irgendwie hat das auch einen runderen Abschluss, auch wenn das jetzt nicht so mega krass ist. Resident Evil kommt ja eh nichts ran. Also ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es auch so in die Top 5 VR-Horrorspiele. Ist eine geile Atmosphäre. Ein paar Jumpscares, die mich auch gut geflasht haben. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Habe ich auch echt gut in die Hose geschissen. Und sonst von der Steuerung und so. Ja klar, jetzt die anderen Spiele noch. VR habe ich ja mit PlayStation VR gezockt. Ist natürlich etwas anderes mit der Quest. Deutlich angenehmer. Ja, ich meine, es geht jetzt viel länger als ich gedacht habe. Ich denke mal, ich werde das in zwei Videos aufteilen noch. Ja, und ihr werdet dann so lange natürlich Daumen hoch drücken, abonniert den Kanal und haut rein. Seid ihr überhaupt da? Da seid ihr.